Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 vom oder aus der Riesenbeck vom Projekt 2000 Familie Chaoshof zusammen mit meiner wundervollen Frau. Hallo. Und den letzten Zügen im Mais, bevor es Gewitter gibt, Fragezeichen? Das ist da oben mal angezeigt. Zumindest ist der Schnee jetzt weg. Ja, auf wundersame Weise. Einfach so. Der war mit einem Schlag weg. Außer bei den Silos unten war noch ein bisschen was. Ja. Aber jetzt machen wir das mal fertig. Zumindest. Ja, ist ja nur noch ein bisschen was. Dann müssen wir die Ballen noch runterholen vom Feld. Das steht auch noch an. Die Silos verdichten. Ja. Und das Feld hier würde ich ganz gerne noch fertig haben, dass wir da auch diese Rüben draufhauen. Ölrettich, meinst du? Ja. Du stehst zu weit vorne. Fahr doch einfach los. Ja, dann verlieren wir doch Silage. Der dreht sich doch gleich. Du weißt, dass der keinen Zwischenspeicher hat, oder? Ja, aber bei 5 Pflanzen macht das nichts aus. Da verbrauche ich mehr Sprit zum Rückwärtsfahren. Okay. Müssen wir gleich da hinten noch die Ecke machen, ne? Wo wir jetzt gerade gedreht haben? Mhm. Gut, da unten, ich glaube, das sind 2 oder 3 Bahnen noch, ne? Der Helfer hat beim Drehen immer eins am Pflänzchen stehen lassen. Finde ich auch lustig, rein aus Prinzip. Warte, warte. Ja, Vorsicht, Vorsicht. Genau. So. Yep. Wo willst denn du lang? Naja, zu welcher Bahn willst du? Ich fahr mal durchs Gebüsch. Ja. Ja, ich kann außen rumfahren. Nein, ich fahr auch durch. Ich muss auch durch, vielmehr, so. Jetzt haben wir das bisschen noch und... Ach, da drüben ist auch noch so ein kleiner Fitzel. Und dann oben, ne? Hinten ums Eck nochmal das bisschen. Mhm. Ja, Ballen hatte ich schon angefangen runterzuholen, gerade eben. Okay. Also ein... Na, 2 Fuhren voll habe ich runtergeholt schon mal. Aber das sind ja noch einige Silageballen. Na, ich glaube, das sind wir echt gut aufgestellt. Also was Silage angeht, sind wir mehr als gut aufgestellt. Mit den ganzen Hexegutter drin, mit dem Hochsilo und den Ballen, sowie das alte Silo. Wir haben ja noch das große Durchfahrsilo, das ist ja auch noch voll. Ja. So. Nehmen wir die paar Pflänzchen noch mit und dann gehen wir noch nach oben. Ja. So. Denk dran, das letzte. Meinst du so? Mhm. Ich hoffe, du hast noch genug Platz, um das da oben reinzukriegen. Ich habe erst 62%. Das sollte passen. Jo. Ich freue mich ja auch schon, wenn wir mit dem Häcksler hier mal krass machen, ne?
Geht das mit dem Aufsatz? Mit dem Vorsatz nicht, nein. Aber es gibt ja für den auch das Pickup für. Mhm. Hier rum willst du jetzt? Ich fahre jetzt einfach hier runter, fahr einfach weiter. So. Guck mal, da ist noch ein bisschen. Ja, warte, komm, hier kommen wir da dran. Warte, ich will eigentlich darüber. Ich mach's platt. Hm. Ja. Okay. Jo. Dann bringe ich das kurz runter. Dann können wir hier eigentlich dann auch noch den Helfer draufsetzen. Für was? Fürs Pflügen. Ja, stimmt. Ach ja, da muss ja gepflügt werden, ja stimmt. Guck mal, auf den Straßen liegt teilweise noch Schnee. Ja, das ist auch noch nicht ganz weg. Oh Gott, Hund, tut mir leid. Der arme Hund. Neue Hundehütte. Er konnte fliehen. Ach so. Bist du da jetzt einfach so rübergeschossen? Hm? Bist du da jetzt einfach so, sag ich mal, rübergeschossen auf unseren Hof? Ja, warum? Ich weiß nicht, wenn da jetzt ein Auto gekommen wäre. Dann hätt's Pech gehabt. Achso, okay, verstehe. Da-da-di. Da gibt es ja bei Bauern so richtige Wettbewerbe mit Rückwärtsfahren. Das hat mir hier der Bauer vom Ort erzählt. Mhm. Da hat er mitgemacht. Und sein Sohn. Mhm. Und die haben da immer gewonnen. Sprich, die haben einen richtigen Parcours, wo sie abfahren, im Rückwärtsfahren. Mit Hänger oder mit noch einem Hänger. Das würde mich mal interessieren. Da müssen wir mal gucken, ob wir da Videos finden. Okay. Ich habe das gestern tatsächlich gesehen. Das gab es oder gibt es auch im Moment wieder von den verschiedenen Marken als Challenge. Sowas quasi. Und da habe ich das gestern von John Deere gesehen. Für die Agritechniker. Mhm. Und da haben sie quasi von YouTube die Blogger genommen. Es gibt ja reelle Landwirte, die auf YouTube bloggen. Mhm. Und da haben sie die erfolgreichsten Deutschen genommen und die machen dann quasi so eine John Deere Challenge. So rückwärts fahren mit einem Güllefass und sowas. Also einparken, ne? Mhm. Zentimeter genau. Oder mit einem Frontgewicht vorne eine Linie berühren. Ganz kurz, können wir da nicht dieses rote Riesenteil nehmen zum Pflügen? Das rote Riesenteil? Wir haben doch. Du kannst den gelben nehmen, den. Oder den gelben. Den Tiefenlockerer, genau. Damit können wir, kannst du ja grubbern und pflügen gleichzeitig. Oder pflügen und grubbern, so rum. Okay, dann muss ich hier nochmal rankommen. Weil der rote ist ein reiner Grubber. Ja, aber der gelbe, ich meinte irgend sowas, stand ja hier rum, dass wir jetzt nicht den Pflug genommen haben. Na? Genau, nee, da kannst du den Tiefenlockerer, den gelben für nehmen, klar. Schafft der Klaas das, der 660?
Nein, ich habe den 660 gerade hier. Nein. Okay. Also nicht von der PS-Zahl her. Dann nehme ich den Klass, den Xerion. Der auf jeden Fall. So. Ich fange mal hier schon an, die Ballen runterzuholen. Bin mal gespannt, der zeigt da oben tatsächlich Gewitter an. Der jetzt tatsächlich ein Unwetter kommt. Ja, wir sollten auch das Silo fertig machen und zudecken. Ja. So, ich gebe dem hier mal eine Linie. Erstmal das. Ja, obwohl, ich könnte hier auch ansetzen. So, ich guck mal, dass ich erstmal hier das erste der Wiesen leer mache. Gucken, ob das so funktioniert. Und wieder ein Anhänger voll. Gut, lassen wir den mal rennen. Steht gar nichts drauf auf dem Briefkasten. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gemacht. Auf unserem? Mhm. Hm. Den musst du aber mal beschriften. Mhm. Wollte, glaube ich mal, aber habe es dann wieder vergessen. Gut, was machen wir denn jetzt mit diesen Silos hier? Die sind ja gnadenlos überfüllt. Ja, vor allen Dingen, da steht doch noch der, steht da nicht noch der Krone? Hinter dem anderen Xerion? Der Krone-Anhänger? Ja, da stehen, ja, den habe ich auf Seite. Weil da auch noch Silage drin ist. Oh. Da muss ich aber Neues anfangen, das kriege ich da nicht mehr rein. Da ist nicht viel drin. Ich bin schon bis vorne. Ah, okay. Voll. Welcher ist denn das? So. Nee, der ist leer. Der ist leer? Okay, wenn er leer ist, ist es noch besser. Also die zwei Glas sind leer. Ne, der hat einen Krone-Anhänger. Ich guck grad mal, was rumsteht. Ja, das rumstehen stimmt, ist gut. Da müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen verräumen. Ja, so wenig ist das gar nicht. Na. Also wie wir das verdichtet kriegen, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Ah, das geht schon. Zur Not müssen wir da ein bisschen mit dem Radlader Plan machen. Also das kriegen wir auf jeden Fall verdichtet. So, von der 74 habe ich jetzt sämtliche Ballen schon mal runter. Alle? Vom ganzen Feld? Von der 74. Also nur von dem einen Teilstück. Wow. Ja, von dem ganzen Feld wäre toll. Ich glaube, von dem ganzen Feld, da bin ich noch eine Woche bei. So. Na, den will ich aber jetzt hier noch haben. Jesus. Was ist los?
Ja. Und wieder ein Ballenanhänger voll. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da bin ich mal gespannt, wie viele Ballen wir da am Ende haben, du. Ja. Ja, wieder hoch. Ab, 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 ab. Verdammt. Klappt nicht? Doch, doch. Ist halt echt. Ich bin jetzt in dem, was wir zuletzt gefüllt haben. Mhm. In den hinteren Bereich komme ich gar nicht. Das ist zu steil. Woher wissen die Landwirte eigentlich in Real, wann es fertig ist mit Verdichten? Das weiß ich nicht. Das kann ich dir leider nicht sagen. Na, vielleicht weiß es ja sonst jemand und kann mir das verraten. Ja. Also ich würde jetzt, spontan würde ich jetzt sagen, dass sie danach gehen, wenn der Schlepper halt nicht mehr so weit einsinkt. Ja, aber das Verdichten ist ja quasi, du machst ja die Oberfläche stärker, presst das alles ja zusammen. Das heißt, irgendwann mal müsste der Schlepper ja weniger stark einsinken. Hm. Ja, ich häng fest. Oh. Brauchst du eine Schokolade? Ja, ich komme nämlich auch nicht mehr raus. Da hänge ich irgendwie auch fest. Okay. Dann komme ich zu dir rüber. Ja, ich hans. Aber das ist echt eine extremst mühselige Angelegenheit hier. Bist du gerade mit dem Schlepper drauf oder was machst du gerade? Im Radlader. Ah, okay. Keine Chance. Ha doch, es ist halt, ich habe jetzt 28% und du kommst halt extrem schwer da drüber und rein. Ja, die müssen, da müssen wir, sobald die leer sind, mal umbauen, glaube ich, oder? Ja, die müssen breiter sein, größere. Ja. Ich mach die alle raus und mach ein ganz großes rein. Ja, das ist echt ein Heckmeck hier. Ja. Ich bräuchte so eine ganz schwere 100.000 PS Planierraupe. Du meinst, um alles platt zu machen? Mhm. Aber ich glaube, sowas gibt's nicht. So, aber ich würde sagen, dass wir für heute erstmal zum Ende kommen. Liebe Leute, das soll es mit der heutigen Folge gewesen sein. Wir sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr bei uns beiden ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünschen wir euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.